Heute gibt es wieder eine kleine Lektüre aus dem Buch Reinvent, herausgegeben von Dr. Feri Abolhassan. Konkret aus dem Kapitel ein Interview mit Peter Maffay. Und ich glaube, Peter Maffay muss ich nicht vorstellen, den kennt nun wirklich jeder in Deutschland. Er wird gefragt. Während andere Unternehmen und Künstler von Corona gnadenlos ausgebremst wurden, wart ihr hier selbst während des Lockdowns kreativ und habt diverse neue Projekte gestartet. Hat euch die Pandemie nichts ausgemacht? Peter Maffay. Zunächst sind wir auch in ein Loch gefallen. Mit Beginn der Pandemie war der Ofen erstmal aus. Eigentlich wollten wir auf Tour gehen, stattdessen sind wir nach Hause und haben uns am Hinterkopf gekratzt. Wir haben uns gefragt, was machen wir jetzt? Wie kommen wir über die Runden? Wir kamen sehr schnell zu dem Schluss, Däumchen drehen ist nichts für uns. Davon wird man krank. Lasst uns lieber versuchen, etwas anderes zu machen. Und so entstanden all diese Themen. In Bezug auf seine eigene Talkshow, die er entwickelte, wird er gefragt, was hat dich daran gereizt? Peter Maffays Antwort, Begegnungen mit Menschen, die was anderes machen, haben mich schon immer fasziniert. Es gibt bereits zwei gleichnamige Alben, die diese Neugierde dokumentieren. Wenn wir darüber nachdenken, wovon unser Leben ganz profund beeinflusst wird, dann sind es Begegnungen. Immer wenn wir Menschen gegenüber sitzen und uns unterhalten, bleiben irgendwelche Hinterlassenschaften. Und aus der Summe dieser Eindrücke entstehen oft neue Impulse. Als ich diese beiden Passagen gelesen habe, konnte ich nur innerlich nicken. Und sie haben mich berührt, weil sie auch das, was wir fühlen, so perfekt wiedergegeben haben. Auch uns ging es am Beginn 2020 recht ähnlich wie Peter Maffay. Auch wir waren zuerst mal in ein Loch gefallen. Trotzdem hat diese Zeit unglaublich viel Energie und Kreativität nach vorne freigesetzt. Und wir haben Trainings wie Boost-Training oder Flux-Training oder die Service-Coach-Ausbildung neu entwickelt. Und was wir beobachten ist, dass genau auch in diesen Formaten die Teilnehmer aus der Begegnung mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern unglaublich profitieren und lernen und auch wieder Energie bekommen für das, was sie jeden Tag zu bewältigen haben. Und daher waren wir auch immer auf beide Elemente, auf die kreative neue Entwicklung von digitalen Lernmöglichkeiten auf der anderen Seite, aber auch die Begegnung der Menschen nicht verloren gehen, denn sie gibt uns sehr viel Energie und sehr viel Kraft nach vorne. Das hat mich an diesem Kapitel berührt. Es ist ein Plädoyer für beides, ein Plädoyer für Innovation und gleichzeitig ein Plädoyer für Begegnung. Viel Freude beim Hineinlesen und Hineinschmökern und bis zum nächsten Mal, Ihre Sabine Hübner. Tschüss!